Und damit herzlich willkommen zu Let's Play mit Evil Dynasty. Ja, der Tag ist schon ein bisschen vorangeschritten und ich habe mich ja auch, habe ich ja schon mitgenommen. Also ich habe ein paar Eintöpfe gemacht. Man sieht hier, die Karotten sind deutlich weniger geworden, das Fleisch ist weniger geworden. Ein paar habe ich drin gelassen, dann freuen sich nämlich die Leute, wenn sie leckere Eintöpfe essen können. Und wir werden erstmal jetzt verkaufen. Und das ist jetzt erstmal meine letzte Aufnahme bis Dezember. Das Dezember geht jetzt noch gut eine Woche. Ich werde das Spiel dann erstmal nicht mehr anfassen, weil ich jetzt so viele Aufnahmen in letzter Zeit gemacht habe. Das sollte erstmal eine Weile reichen. Es gibt ja noch andere schöne Spiele, die ich noch aufnehmen muss. Bei einem hänge ich schon wieder hinterher, aber das mag ich gerade nicht anfangen. So, weiß auch nicht. Mir muss auch so ein bisschen nach den Spielen sein. Wenn man sich dann irgendwann zwingt, die Spiele zu spielen, ist es auch nicht unbedingt schön. Deshalb habe ich auch einige Online-Spiele gerade ein bisschen weniger. Weil ich es einfach nicht gut finde, wenn ich mich selbst zu Sachen zwinge. Ah, ich weiß schon, die wird wieder da drin sein. Oder? Pritzbo. Hey, heißt mein Kind nicht so? Nee, mein Kind heißt Berthold. Dann hieß das Kind bei dem Typen, bei dem ich geschaut habe, so. Berthold ist ein schöner Name, der ist okay. Kein Bock zu arbeiten? Dann gehen wir zu Dagobert. Dagobert muss Geld haben. Dagobert. Zeig mir mal, was du so im Angebot hast. Gutes Stroh, wie schön. Was habe ich denn für dich? Guck mal, hier 15 Beeren, noch fast frisch. Die Pilze verkaufen wir jetzt auch mal. Die Eitelreiziger kommen auch weg. Und hier, hast du überhaupt 900? Oh, das war's dann. Dann ist er so ziemlich pleite, oder? Wir machen den tatsächlich... Oh. Wir werden jetzt gehen. Ciao. Ich habe jetzt 2 Stunden unten... Sachen gearbeitet. Ich mag eigentlich körperliche Arbeit ganz gern. Bis zu einem gewissen Grad zumindest. Wo zur Hölle? Ja. Gut, Mathilda. Wir brauchen die Geisterjäger, schätze ich mal. Handelst du trotzdem mit mir? Zeig mir deine Ware. Sie ist eine Hexe, sie ist eine Hexe. Verbrennt sie. Obstkuchen 16 ist nicht so viel. Mehr habe ich jetzt auch nicht dabei. Oder hatte ich noch irgendwelche... Ich müsste mal neue Pfeile machen. Das wird nicht auf dem Besen reiten. Und dann auch ineinander. Er Ferkel. Und... Dann schauen wir doch mal. Ja, wenn ich einfach anfange, kann ich nicht mehr aufhören. Wie mit Modden oder Kartoffelchips. Ich mache da keinen Unterschied. Finde ich jetzt nicht so schlimm. Wenn ihr nicht wollt, dass eure Sachen geklaut werden, dann passt besser drauf auf. Sagt der, der einen Dieb verschont hat, der einen dann ins Lager ausgeräumt hat. Aber ich muss sagen, das Spiel ist jetzt so meine Belohnung. Wenn ich schaue, wie lange ich im echten Leben brauche, um irgendwas wegzumachen, abzureißen und wie schnell es in Spielen geht. Und gerade wenn Leute sehr viel mit Spielen aufwachsen und solche Arbeiten wenig machen, dann verstehe ich manchmal, dass viele Leute blauäugig an einige Aufgaben rangehen. Oh toll, den habe ich mal gebraucht und den brauche ich nicht mehr. Bei Spiele haben wir halt ein extremes Erfolgserlebnis immer. 2 wollte ich zwar nicht, aber so viel haben wir jetzt auch nicht mehr. Ich muss eigentlich noch ein bisschen Holz sammeln. Für den Winter. Da brauche ich halt doch mehr. Hexen, ihr könnt doch was mit Bären anfangen, oder? Sind bestimmt Gummibären oder so, wie das nur noch. Ein bisschen Geld hat sie noch, die Alte. Oder Hexe. Ach, interessant. Gestohlene Sachen.
Darf ich nicht verkaufen? Das fällt wahrscheinlich... Woher wisst ihr das? Habt ihr die mit einem Zeichen versehen? Bei geschmiedeten Steinen gab es, also bei jeder Steinmetz hat damals ein eigenes Symbol gehabt und auf jeden Stein, den er aus dem Steinbruch geholt hat, war tatsächlich sein Zeichen. Aber dass jetzt jeder Holzfäller seinen Baumstamm entsprechend markiert hat, wäre mir neu oder jedes Brett. Das sieht man auf alten Burgen mitunter noch, dass da irgendwelche Zeichen eingeritzt sind. Was ich immer nicht schön finde, ist, wenn Leute dann da irgendwie meinen, ich muss da meinen Namen hinschreiben oder es irgendwie verschandeln. Weil das Sachen sind, die mehrere hundert Jahre alt sind. Man muss nicht überall seinen scheiß Namen drauf machen. Ich finde, das gehört sich einfach nicht. Das ist auch irgendwie so eine Sache von Respekt, den es heutzutage nicht mehr so richtig gibt. Ja, und auch wenn ich gerade geklaut habe, das schmälert noch lange nicht das, was ich gesagt habe. Denn es gibt einen deutlichen Unterschied zwischen Computerspielen und der Welt. Auch wenn das manchen nicht klar ist. Okay, mir fehlen noch drei Steine. Okay, nur noch die drei Steine und dann haufenweise Rundholz. Kann ich das alles mitnehmen? 45 Kilo? Na, ganz knapp nicht. Machen wir Bretter draus, dann passt's. Was brauche ich denn eigentlich, um den Recurve-Bogen zu kriegen? Da brauche ich mehr auf Überleben. 800 Punkte und wie viel brauche ich hier? 2500? Dann kann ich den Recurve-Bogen... Dann würde ich auch weiterkommen. Überleben brauche ich vielleicht noch ein bisschen. Vielleicht soll ich mal die Fischhäute bauen. 18 Bretter gerade, das ist eigentlich ein Witz. Ich muss mal gucken, ob ich noch Bretter im Dings habe, aber ich glaube fast nicht. Bei Stranded fand ich die Bretterherstellung auch teilweise schrecklich. Ging zwar relativ schnell, aber dass du halt immer alles ein... Das finde ich gut, das sollte ich in Stranded neu programmieren. Dass man viele Sachen wenigstens auf 5er oder 10er Sachen machen kann. Vielleicht gerade bei solchen Sachen wie Brettern oder Pfeilen. Muss ich mir mal merken. Also bei gewissen Lebensmitteln, die man halt wirklich auf Masse produzieren möchte. Und direkt nach der Aufnahme hier werde ich dann anfangen zu kochen, damit meine Frau was zu essen hat, wenn sie heimkommt. Zum Glück habe ich noch diesen leckeren Obstkuchen, den werde ich dann wahrscheinlich essen. Der wird zwar auch mit der Zeit schlecht, aber Obstkuchen ist eigentlich was echt Leckeres. Selbst ohne, wenn man, auch wenn man keine Gelatine drauf hat. Ich bin eh jemand, der mit relativ wenig zufriedenzustellen ist. Ich bräuchte vielleicht nicht mal unbedingt Computerspiele. Ich mag Computerspiele wirklich sehr gern. Ich würde aber auch tatsächlich ohne gut leben. Was ich brauche, ist tatsächlich ein gewisser Ausgleich. Weil... Was war hier dahinter? Weil das moderne Leben irgendwie so stressig ist. Ist das so ein bisschen Ausgleich für mich. So, dann muss ich mal gucken, dass ich noch ein bisschen Rundholz ran schaffe. Hab wieder keinen gemacht. Ich habe mich gerade gefragt, ob ich einen gemacht habe. Aber dem ist wohl nicht so. So, dann fällen wir hier mal ein paar Bäumchen. Der Baum da oben eigentlich noch? Nee, der ist weg, gut. Vielleicht verschwinden die Sachen doch nach einer Zeit. So. Wie gesagt, das Dorf hier würde ich gerne ein bisschen ausweiten.
Da waren irgendwo Federn. Ich glaube, ich mache dann auch gleich ein paar Steinpfeilchen. Gut, Steinpfeilchen. Wer kennt sie nicht? Eine sehr interessante Blume. Ja, er muss liegen, sonst klappt es nicht. Und ihr müsst auch warten. Hä? Achso, Äste. Ich wollte gerade sagen, wie kann das denn sein? Aber Äste natürlich. Machen wir mal gleich zwei. Müsste auf jeden Fall leichter sein als das Original. Wollte aufs Inventar eigentlich. Drei. Ja, die drei. Also die vier war das. Der Langbogen ist wirklich fast im Eimer. Gucken wir mal, dass wir die letzten Bretter noch verbauen und die Rundholz habe ich jetzt auch schnell weg. Ach ja, da brauche ich ja das. Gut, schon 63%. Läuft doch. Dürfen bloß noch zwei, drei Steine fehlen und ein Dingens. Da kann ich es auch schon verbessern. Der Winter kommt auch bald schon wieder. Black Dragon hat mich darauf eingeladen, ein neues Spiel zu spielen. Ich muss echt mal schauen. Ich wollte eigentlich ein bisschen kürzer treten und jetzt fange ich schon wieder an, so hoppla hopp Sachen zu machen. Ich muss aber sagen, solange ich nicht arbeite, ist es echt okay. Problem ist aber, dass ich arbeite. Ja, muss alles ein bisschen gerodet werden. Jetzt? Ich sollte aufhören. Machen wir erstmal ein paar Brettchen. Gut, 15 Stück. Das sind 30. Dann hole ich mir noch drei Steine. Dann könnte ich das Haus, glaube ich, schon fertig bauen. Wenn ich mich jetzt rein aufs Bauen konzentriere, alles andere läuft ja auf gewisser Weise, geht es auch vorwärts. Dann ist schon wieder Winter. Die Zeit vergeht. Hat irgendwas geknackt und ich weiß nicht, was das war. Nicht, dass wir wieder ein Marder oben haben. Ein Dachboden. Ich will eigentlich nie wieder auf den Dachboden raufgehen. Waren ein paar schlimme Erlebnisse, das alles da runter zu kriegen, was oben war. Das ist keiner, auf den man einfach so mit der Treppe hochgehen kann. Ich muss da eine Leiter hinstellen und mich hochziehen. Der ist auch so ungefähr einen halben Meter hoch bloß. Nicht so schön. Weil ich wohne in der Dachgeschosswohnung hier. Brauchen wir uns noch ein paar.
So. Ach ja. Gucken wir gleich mal, dass wir das Power Stone verbessern. Immer als Prozent, dann fehlt nur noch eins. Ich muss auch auf die Prozentanzeige schauen. Im Winter kann ich ja den 1 Haus wegnehmen. Da freut die sich. 26 wird doch nicht reichen. Ich hoffe einfach mal drauf, dass wir dann einfach genug haben. Die Bretter können weg. Federn können weg. Die Stöcke können weg. Die Bären packen wir mal hier rein. Steht's ja eigentlich. Auch 83 Kilo, das passt ja. Oh, hier sind ein paar Bären drin. Ich kann ich den nächsten paar verkaufen. Ich glaube, die essen lieber die Eintöpfe gerade. Soll mir recht sein. So. Aufrüsten. Einfach nur mal, dass wir das Haus auch mal sehen, tatsächlich. So, Management, Technologie, kriege ich hier, also kriege ich jetzt eigentlich hier Gebäude so? Ressourcenlager 2 müsste ich schon haben. Bäume fällen, Gesteine bauen, Schürfen von Toren, Fertigstellen der Gebäudekonstruktion. Okay. Was kriege ich hier? Töten eines Tieres, Fallenjagd, Fischen mit Netz und Speer. Flügen sehen, ja, obwohl das hier geht sehr gut vorwärts, muss ich sagen. Da kann ich eigentlich schon fast einen Schweinestall bauen. Handwerk, nähen, kochen. Ja, das machen wir ja. Ich trinke jetzt erstmal was. Oder ich gehe einfach schlafen. Gebäude, Landwirtschaft. Was brauche ich dafür? 8-mal Rundholz. Das haben wir, glaube ich, jetzt nicht. Oh, Hammer. Wo könnte man einen Schweinestall hinpacken? Warum eigentlich nicht? Ihr verarscht mich, oder? Das ist ein Witz! Ich fühle mich manchmal echt von dem Spiel verarscht. Okay, mal kurz gucken, was mir geschrieben wurde. Okay. Ah, oh, Mist, Freeman kann nicht kommen. Freeman wollte vorbeikommen, der kann jetzt nicht kommen. Sieben Stöcke. Fehlen noch zwei Steine. Ich könnte auch die aus dem Lager nehmen. Ich gehe gleich schlafen. Ich will bloß noch ein bisschen Platz hier machen. Ach, das. Oh, cool, das geht. Ausdauer gespart. Ich gehe mal kurz schlafen. Dann bin ich gleich wieder voll.
macht die mit unserem Kind, Mensch? Ist voll die Rabenmutter. So, gibt's neue Quests? Ah, in Gustovia auch. Und da oben wieder. Aber wenigstens muss ich nicht nach Honecker. Das zerstört mich ein wenig. Ach, wir sind jetzt erstmal im Herbst. Ach, ich dachte, es ist schon Winter. Passt ja alles. Gebäude, Landwirtschaft, Schweinchenstall. Der passt wunderbar hier hin. Wo ist denn der Ausgang? Ich glaube hier. Ich komme da echt nicht ran, oder? Erstmal hier hin. Ich treffe eigentlich, aber... irgendwie auch nicht. Okay, dann ist es halt ein kleiner Schaden. Da brauche ich Stöcke, oder? Stöcke, das ist schnell gebaut. Stöcke werden nicht viel produziert hier drin. Oh, vielleicht die paar. Das heißt, ich habe den Schweinestall jetzt auch gleich gebaut. Hm, jetzt. Sind bloß noch die Tiere. Ich hoffe, der Baum verschwindet irgendwann. Vielleicht nach dem Laden oder so. Was sind wir jetzt? 75%. 16 mal Stroh. Ich gleich nehme ein bisschen mehr mit. Ja, wenn das nicht reicht, dann weiß ich auch nicht. Es reicht noch ein bisschen. Münzen. Oh, ist auf 50% runtergegangen. Das ist nicht schön. Was könnte ich denn jetzt für Quests gebrauchen? Ich muss mit dem Ton, das muss aufhören. Quests. Wer war da gerade jemand, der eine Quest wollte? Okay, dann gehen wir halt nach Denika. Ist tatsächlich jemand mit Quest. Warum wird die plötzlich nicht mehr angezeigt? Jetzt ist sie wieder da. Ihr verarscht mich. Langsam finde ich das nicht mehr lustig. Kann ich über etwas helfen? Der Winter steht über. Wir haben keine Lebensmittel eingeladen. Der letzte Sturm hat unseren Anbau zerstört. Kannst du uns bitte etwas Getreide bringen, damit wir im Winter überleben? Oh, ich bekomme mit Getreide zurück. Ist ja nicht so, als hättest du jetzt nicht genug Essen oder so. Roggen. Haben wir...
Was? Nee. Hier, machen wir schnell rocken. Ja, das ist übrigens ein Dreschflegel. Für die Leute, die es nicht kennen. Damit wird Weizen rausgeschlagen. Rote Weizen. Hier ist das Getreide. Ich danke dir. Steht für immer deine Schuld. Ich kann das eine oder andere für die Landwirtschaft beibringen, wenn du willst. Sicher, danke. Hat sich schon richtig schön gelohnt. Moment, glaube ich, richtig? Ja. Nordwesten passt. Ich glaube, ich gehe mal im Winter auf Rekrutierungstour, aber jetzt habe ich keinen Bock. Jetzt will ich erstmal Quests machen und schauen. Ja, Pilze will ich jetzt auch nicht sammeln. Du hast doch. Nee. Suligost. Da. Okay, was brauchst du? Kann ich dir bei etwas helfen, alter Mann? Du siehst ja ein bewährter Kämpfer aus. Kannst du uns bitte helfen? Oh, was geht dir vor, welches Problem? Heulen. Oh, kein Problem. 5 Wölfe. Wenn ich hier direkt nach links gehe, nach Westen und dann hoch, treffe ich wahrscheinlich auf. Ja, schon auf die Wölfe. Auf ein paar. Ich wollte mir Steinpfeile machen, fällt mir gerade ein. Naja, egal. Und wenn ich so drüber nachdenke, einen größeren Köcher brauche ich fast gar nicht. Ich dachte, ich muss einen Köcher bauen, aber muss ich auch nicht. Es gab zwar den Köcher auf dem Rücken, aber die meisten Köcher waren tatsächlich an der Seite, weil du da einfach viel besser rankommst als auf dem Rücken. Und auch schneller. Auf dem Rücken hast du aber den Vorteil, das behindert dich ein bisschen weniger beim Laufen. Also alles so seine Vor- und Nachteile. Ja, ist okay. Rasimir. Rasputin. Ein bisschen Glück. Komme ich hier gleich da um die Wölfe ran und dann... Wäre es auch schon mal schön. Mit noch ein bisschen mehr Glück geht mein Langbogen hier kaputt und ich habe wieder 2,5 Kilo Platz. Ich könnte natürlich auch den einen Langbogen verkaufen und den anderen dann nehmen. Aber ich... Das ist besteht... Also Ehre, dass die Dinger... Die müssen kaputt gemacht werden. Man kann ja leider in vielen Spielen Sachen nicht reparieren. Ja, Wasserpest. Oder so ähnliches. Vielleicht kommt das hier noch. Das regt mich tatsächlich bei Zombies auf, ein bisschen. Also aufregen ist so eine Sache, weil... Dass du die Sachen einfach nicht reparieren kannst. Du musst sie neu bauen und... Das alte wegschmeißen. Das finde ich nicht gut. Da ist ein Hase. Wenn du halt Ressourcen hast... mit denen du rein theoretisch reparieren könntest. Also logisch muss es aber auch nicht sein, weil man kann halt auch nicht alles reparieren. Auch im echten Leben nicht. Das geht einfach nicht. Man kann nicht alles können. Man sollte bestimmte Sachen einfach können, aber in der heutigen Gesellschaft musst du nicht mehr alles können. Es reicht ja, wenn du Geld hast. Ach, das ist ein Büffel. Ich dachte, das ist ein Bär.
Das dürfte jetzt keine Wölfe mehr sein, auf jeden Fall. Zwei Leute mit Quest, umso besser. Bitte leichte Quests. Und nicht nur leicht, erfüllbare für mich, bitte. Bitte für mich erfüllbare Quests. Nichts nervt mich so sehr, wenn ich Quests kriege, die ich nicht machen kann. Oh, hast du die Quest? Tomira? Nein. Ist noch jemand drin? Ah, Oleg. Kann ich dir aber was helfen? Mister, darf ich jetzt sagen, was gibt's, mein Kind? Bla bla bla. Ich werde dir bringen, was du brauchst. Ich sollte auf J drücken, genau wie Papa. Was brauchst du denn? Hölzerner Hammer. Oh, das ist doch mal was Schönes. Ich bringe dann später einen Verband. Für die Leute, die du damit geschlagen hast. Hier drin? Hier drin. Radomir. Du klingst ähnlich wie ich. Hey, junger Mann, wir brauchen deine Hilfe. In letzter Zeit ein schrecklicher Sturm, der uns ausfällt. Okay, mal sehen. Was brauchst du denn? Dieser scheiß Lehmbewurf. Wo war denn der Lehmbewurf eigentlich? Ach, der war hier dabei, oder? Nee, war der hier dabei? Nicht doof. Ah! Oh, kann ich den jetzt machen? Ah, Holzwände werden automatisch in der Scheune hergestellt. Ah, ja. Dann kann ich das jetzt vielleicht sogar schon machen. Muss ich mal schauen. Ich hoffe, er hat doch wenigstens den... Oh, ich hatte bloß noch den einen. Okay. Ich wollte gerade sagen, ich hoffe, er hat wenigstens den kaputten Hammer weggegeben, aber ich hatte anscheinend nur noch einen einzigen. Okay, wenn ich jetzt hier oben rechts laufe und dann nach Gustovia runter, dann passt das. Dann stellen wir erstmal Lehmbewurf her und dann rüsten wir die letzten Häuser auf. Einfach nur mal den Lehmbewurf anschauen, dann kann ich wieder hochlaufen und auch ein bisschen was machen. Jetzt habe ich den Lehmbewurf freigeschaltet, den muss ich dann gleich mal herstellen. Und das eine oder andere Haus damit aufrüsten. Einfach nur, weil wir es können. Außerdem will ich sehen, wie das Zeug aussieht. Ist es hier schon? Nee. Ah, hier wohnen auch Leute. Bisschen vorsichtiger, da könnten wieder Wölfe sein. Nicht, dass sie mir Großes antun könnten, aber trotzdem. Ist das da? Ist das ein freundlich? Okay. Ich habe endlich den scheiß Lehmbewurf. Aber ich wollte jetzt eigentlich langsam auch sparen, dass ich mir Hühner leisten kann. Okay, noch ein Stück. Ein Stück so. Warte auf weitere Ereignisse. Ich weiß nicht, wie lange ich da noch warten muss. Es gibt noch eine Quest, aber da komme ich nicht weiter aus irgendeinem Grund. Ah, da oben. Wasser brauche ich gerade nicht. Aber Glück gehabt, es gab keine Wölfe. Wenn jetzt nicht nochmal Sachen mit Steinen an den Spießen kommen, dann kann ich die Quest tatsächlich auch erledigen, was sehr schön ist. Ist auf jeden Fall die Händlerin.
Lese nicht. Ich glaube, die... Du bist. Lässt dich noch nicht anquatschen. Jaromir? Nö. Doch du. Jaromira, kann ich über das helfen? Werte Herr, hast du ja besorgen Hilfe. Worum geht's? Ich versprach ein paar Hosen. Sicher, warum nicht? Lonale, alte Lumpen. Leder und Flachs, das habe ich auf jeden Fall zu Hause. Okay. Ich bin blockiert. Nach Norden. Ich glaube, die haben es schon absichtlich so gemacht, dass hier keine Wölfe sind. Damit du nicht startest und direkt gekillt wirst. Ist das eigentlich gar nicht doof. Also, es macht schon Sinn, dass hier in der Nähe kein Wolfspawn ist, dass du... Gerade weil deine erste Quest ist, hier runterzulaufen. Ich werde schon nicht auf Anfang nächsten Jahres sehr viel Steuern zahlen. Kunigunda ist es. Kann nicht dir was helfen, schönes Kind. Ich brauche eine Hilfe anstatt, blablabla, betrachte mich so interessiert. Ja. Oh Mist, jetzt habe ich kein Fleisch dabei, oder? Scheiße. Das ist aber kein Problem, ich kann ja hier jagen gehen. Hier oben müsste ja irgendwo was geben. Ich sollte aber deine Quest verfolgen. Oh, ein Stock, den ich mal fallen gelassen habe anscheinend. Gehen wir dahin. Bisschen unseren Müll wegräumen wieder. Ja, den habe ich vor langer Zeit mal fallen lassen. Das scheine ich auch mal hier vergessen zu haben. Da hinten. Habe ich doch mal mit Speeren gejagt. Ich erinnere mich. Das hast du gar nicht mitgekriegt. Oh, kriege ich das wieder, den Eisenpfeil? Das wird nicht reichen, ich muss auch eins erlegen. Der ist gebrochen. Ja, eine gewisse Chance, dass die Sachen kaputt gehen, gibt's. Okay. Job is done. And remember, respect is everybody. Everything oder everyone, ich weiß nicht. Everything ist eigentlich richtig, aber ich habe immer everyone verstanden. Respect has everyone. Oder weiß nicht, GTA 2 halt. Das waren noch Zeiten. Als man Zeit hatte zu zocken ohne Ende. Nach der Schule mehrere Stunden. 4-5 Stunden. Das war schön. Ja, ich denke, es ist alles sein. 60 Münzen, nicht der Rede wert, aber... Mehr Quests gab es nicht. Ich habe jetzt alles angenommen, was es gibt. Ja. Nur noch zwei Quests übrig. Lehmbewurf und ein bisschen Flachsgelumbe. Kann ich auch die Bären verkaufen. Ladenbrote könnte ich mir noch ein paar kaufen. Leckere Birnen. Kann ich auch Obst irgendwie anbauen? ...3700 Münzen.
Boah, davon kann ich eine Zeit lang leben. Da kann ich auf jeden Fall meine Steuern bezahlen. Werde wahrscheinlich dann wieder gucken, wie viel Essen wir haben. Und das werde ich wieder offscreen ein paar. Jetzt müsste ja Kohl geerntet werden, diese dicken Suppen machen. Ah, ich dachte, es ist Kalkstein. Kalkstein. Kennst nicht dieses Pokémon? Kleinstein wird zu Kalkstein. Und Kalkstein wird zu porösem Stein. Und die Wiederentwicklung. Kiesel! Kiesel! Gibt es ein Pokémon in 4 Evolutionen? Also die alten hatten maximal 3, wenn manche hatten auch gar keine. Okay, normale Steine. Ich will aber keine Steine. Ja, lass mal's gut sein. Ach, hier war noch dieses nächtliche Geheul als Quest. Ah, habe ich jetzt davon, dass ich die hier verschont habe, das letzte Mal? Dass jetzt keine mehr da sind? Ist dann schon. Vielleicht soll ich einfach eine Legerei bauen. Oder ich baue jetzt erstmal. Ich mache jetzt erstmal das Aufrüsten der Häuser. Brauche erstmal einen neuen Steinhammer. Neuen Hammer. Ist die Hammer hart? Warum nehme ich die auf? Ich habe zu viele. Was fällt ich gerade drauf? Schauen wir doch mal, ob wir noch ein bisschen Kalkstein haben. Boah, das können wir verbauen. Und Holz haben wir auch ein bisschen. Und hier packen wir erstmal die Steinchen raus. Das kann auch raus. Machen wir noch ein klein bisschen Rundholz vorher. Wirklich eine Ersparnis wird es jetzt nicht geben von dem Gewicht, aber es macht nichts. Das hauen wir gleich raus und dann gucke ich mal, dass ich eine Näherei baue. Dass ich die Flachshalme machen kann. Und dann werde ich offscreen kochen, während ich in der Küche koche. Also, ich werde hier im Spiel kochen und real werde ich auch in der Küche was kochen. Dann passt das schon. Ich weiß nicht, was die Näherei so braucht. Vielleicht sehr, sehr viel Rundholz, was ich nicht habe, aber jetzt muss ich erstmal um das Brennholz kümmern. Und dann verpacken wir die ganzen Kalksteine und ja. Irgendwann kann ich auch haufenweise Stöcke machen lassen von den Heinis. Und dann kann ich die Steine auch zu hohe Werkzeugen machen. Da, 43 Kilo weniger. Bin immer noch überladen. Warum habe ich die Steine nochmal dabei? Falls ich noch eine neue Dings brauche. Ja, darum habe ich die Steine rausgepackt. Sehr clever, Wichtelein. Das ist meins. So, was, ich nehme mal ein bisschen Strom mit, weil ich das garantiert brauchen werde. Wie viel habe ich denn jetzt an 11? Das sollte reichen für eine Grundkonstruktion zumindest. Meine Freundin kommt jetzt noch nicht schon, oder?
Einen Moment. Okay, meine Frau kommt eher heim. Eigentlich sollte ich mich freuen, aber irgendwie stört's mich gerade. Ich wollte noch was machen. Wo ist mein Kackhammer? So. Aufrüsten. Da müssen wir das nächste Mal den Lehmbewurf machen, weil ich muss gleich kochen. Das große Haus ein bisschen aufrüsten. So, wo kann ich eine Näherei hinbauen? Gebäude, nee, nicht Ressourcen, Crafting. Ich habe tatsächlich schon eine Näherei. Da fehlt mir noch ein bisschen viel. Ich könnte auch mal die Schmiede bauen. Näherei, oh, die ist klein und putzig. Ich weiß nicht, ist das der Eingang? Ich schätze mal schon. Das ist ja nur Rundholz und Bretter. Ah, hier ist der Eingang. Oh, das ist auch okay. Da werde ich ein bisschen dran arbeiten müssen. Da werde ich ein bisschen viel beim nächsten Mal bauen müssen, aber das ist dann das Problem fürs nächste Mal. Da stelle ich mich davor, damit ich es direkt weiß. Und ich schaue mir einfach die letzte Folge an, was ich eh nicht mache, das weiß ich. Oh nee, das ist ja furchtbar. Ja. Ja, es läuft zwar dahinter, aber das ist auch okay. Dann würde ich sagen, das war Let's Play mit Evil Dynasty für heute. Ich sage Ciao mit Wichtlein TV und die letzten Quests sollten dann wirklich kein Problem sein. Ich werde jetzt noch ein bisschen offscreen craften und zwar ein paar dicke Suppen. Und das werdet ihr nicht mitkriegen. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Bye, Leute.